Herzlich willkommen auf Aquila City, Freunde, zu einer neuen Folge von Starfield. Ja, ich wurde hier eingeladen, der Tracker Allianz beizutreten, deswegen werden wir heute das Hauptquartier der Tracker Allianz mal besuchen und mal gucken, was da für uns... Och, ist aktuell ganz gut gerade, ist nur wettertechnisch vielleicht ein bisschen bad, aber ne, was soll's. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal, was da für uns... Ich kenne Aquila City recht gut. Besser vielleicht, als mir lieb ist. Okay, dann ist ja schon mal gut, dass sich hier jemand auskennt. Obwohl, wir waren ja hier auch schon mal in der Quest mit dieser Gale Bank. So, aber zurück zum Thema. Jetzt wollen wir mal gucken, was da für uns auf dem Tisch wartet für ein Angebot. Es kann ja nur... Der Turm ist erstaunlich werden. Gut befestigt. Grünen Siedler hier waren praktisch veranlagt. Das finde ich gut. Kopfgeldjäger. Das passt ja zu uns. Schon komisch, dass du ein potenzielles Mitglied kontaktierst, ne? Ist er ziemlich überzeugt. Roach. Ich weiß. Ich vertraue dir. Aber ich bin wieder ganz nah am Rekord dran. Roach. Du weißt, was mit dem letzten Partner passiert ist. Ich will nicht, Roach. Dass der Neuling... Was? Unser potenzieller Neuling. Steht direkt da. Schon klar, hab ich doch gesagt. Ich weiß, dass sie da ist, seit sie durch die Tür kam. Das ändert nichts. Und ich stehe dazu. Hör zu, Grünschnabel. Achte lass mich nicht hängen, Roach. Okay? Komm. Du hast eine Menge zu beweisen. Die Jagd geht weiter. Hoffentlich gut. Das werden wir wohl und übel herausfinden, aber ich sehe, ihr habt echt schönes Einrichtungsequipment. Ja, das enttäuscht mich ein bisschen, ne? Ich bin ja Crimson-Mitglied. Hui. Oh ja. Schick. Schick, schick, schick. Okay. Neue Kopfgelder. Ja, lass uns übers Geschäft sprechen. Du bist pünktlich. Gute Tracker-Tugend. Wie auch immer. Pünktlichkeit hin oder her. Kommen wir zur Sache. Ich bin Agent Number One. Oder No One, wenn du willst. Du scheinst über unser Angebot nachzudenken. Gut. Was heißt Pünktlichkeit? Wenn ich überlege, wie die Parts erscheinen... Ah, Schwamm drüber. Ja, ich will ein Teil der Tracker. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich bin durchaus interessiert. Verständlich. Die Tracker-Allianz kann durchaus einschüchternd wirken. Vielleicht würde sich eine Art Probelauf anbieten, um zu sehen, ob du diesen Weg beschreiten möchtest. Hast du noch Fragen, bevor wir fortfahren? Inwiefern unterscheidet sich das davon, Kopfgelder aus der Auftragsbörse? Und warum ich? Naja, eigentlich waren wir ja schon mal Kopfgeldjäger tätig. Obwohl, uns haben Kopfgeldjäger gejagt, die haben wir dann getötet und deren Schiff gestohlen. Also, ich könnte mir das schon als Job schon vorstellen. Also, warum eigentlich ich? Warum nicht? Ich weiß, was du geleistet hast. Wie du die Crimson Fleet auf Vectera in die Flucht geschlagen hast. Wie du Geiselnehmer in Aquila City gnadenlos bestraft hast. Ich könnte weitermachen, aber das Fazit ist... Wärst du nicht würdig, stimmst du nicht hier. Oh, hast du meine Parts geguckt? Finde ich sehr gut. Ich habe viel zu tun, ich brauche... Ich möchte aber keinen Probelauf. Okay, klar, ich bin bereit für den offiziellen Probelauf. Ja, komm, machen wir den Probelauf. Exzellent. Bevor du unsere Namen tragen darfst, musst du deine Fähigkeiten im Einsatz unter Beweis stellen. Nimm dazu als erstes den ausgeschriebenen Kopfgeldauftrag auf dem Fahndungsbildschirm dort an der Wand an und melde dich danach wieder bei mir. Alles klar. Ach, guck an, der Grünschnabel. Was ist dein Problem? Ich glaube, Agent No One will mit dir reden. Oh, ich würde ihn echt boxen, ne? So. Die Sterne führen uns zueinander. Gut, du hast deine Mission. Als Tracker erhältst du für deine Missionen kein Briefing. Es wird erwartet, dass du sie allein bewerkstelligst. Ja, damit komme ich klar, glaube ich.
Hast du einen Grund, warum du den Trackern keine genaue Anweisung gibst? Die Tracker-Allianz fördert die Kopfgeldjagd. Wir halten keine Händchen. Du bist in allen Belangen ganz einfach nur ein vollkommen unabhängiger Partner der Tracker-Allianz. Du kannst unsere Ressourcen nutzen, auch unsere Datenbank, wenn nötig. Aber du darfst nicht erwarten, dass dich jemand ständig begleitet. So arbeiten wir hier nicht. Ja, das meine ich da auch nicht mit. Ich wollte einfach nur wissen, warum es grundsätzlich ja einfach nur ein Bild gibt und ja, mach tot. Ja, ich komme damit klar. Ich habe schon meine eigene Methode. Wunderbar, ich wusste es. Das Ziel dieser Mission ist zugegebenermaßen eines unserer schwierigsten. Nicht etwa, weil er gefährlich ist, sondern weil er uns früher schon so oft entwischt ist. Er heißt Hannibal Eutropio und wird wegen Raumschiffdiebstahls in 94 Fällen gesucht. Er betreibt wohl irgendwo und nirgendwo eine Werkstatt, in der er Schiffe ausschlachtet. Nur wo? Glücklicherweise haben wir erfahren, dass einer seiner Partner hier in Aquila City ist. Adrastos Dakota. Für deine erste Mission wird dir ein Partner zugewiesen. Roach. Er hat weitere Infos. Oh, ich brauche keinen Partner, ich arbeite alleine. Es klang, als würde Roach nicht mit mir arbeiten wollen. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich brauche keinen Partner, ich mache das alleine. Nicht bei dieser Mission. Nicht, wenn du Tracker werden willst. Roach bewertet deine Kompetenz und deine Methoden und hilft dir, falls es nötig ist. Wenn er sagt, du bist nicht geeignet, dann wirst du abgelehnt. Ich wünsche viel Glück. Keine Gnade, keine Gefangenen. Na gut. Sieh an, wen haben wir denn da? Hey, wegen vorhin, als du angekommen bist. Ich habe... Warte mal. Ich habe ja Angst, dass du meine Strähne kaputt machst. Was interessiert das mich? Ich weiß nicht mal, wer du bist. Nee. Sollen wir jetzt auf Nettigkeit mit ihm machen? Was interessiert mich das? Ich weiß nicht mal, wer du bist. Ich bin der Typ, der dir erklärt, wie hier alles läuft, Grünschnabel. Du gehst beim Besten in die Lehre. Und wenn alles glatt läuft, ist das nächste Kopfgeld ein neuer Rekord. Wenn nicht, tja, sorg lieber dafür, dass ich mir keinen sonst einfallen lassen muss. Das habe ich nicht gesagt. Ich verspreche dir, am Ende bittest du mich um Tipps. Ich weiß, du hältst dich für irre gut. Aber wenn du das nicht untermauern kannst, werde ich dich höchstens noch eines fragen können. Wo geht's im Jenseits so richtig ab? Und jetzt an die Arbeit, los! Über diesen Adrastos finden wir Hannibal. Wir finden ihn, nehmen ihn mit und holen die Informationen aus ihm raus. Noch Fragen? Keine Fragen. Gut. Keine Fragen. Adrastos wurde zuletzt in der Stadt gesehen, also ziehen wir los und du spürst ihn mit deinem Scanner auf. Sobald wir ihn haben, überzeugen wir ihn, mit uns zu plaudern. Notfalls mit Gewalt. Noch Fragen? Sonst brechen wir auf. Lass dich da draußen nicht umlegen. Nee. Ganz bestimmt nicht. Eben fragt er mich noch, ob ich Fragen habe. Dann sage ich, nee, keine Fragen. Und quatscht er mich wieder voll und dann sagt er, noch Fragen? Was ist das für ein Typ, ey? Adrastos spaziert hier wahrscheinlich irgendwo herum. Mach den Scanner auf und such jemanden, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Ja, guck mal. Guten Tag. Siehst du etwas Nützliches? Dürfte ich dich mal kurz sprechen? Nie hinter die Mauer. Hey, geh mir aus dem Weg. Kampfbeginn. Stell dich lieber, das ist deine einzige Warnung. Nerv mich nicht. Es ist so ein Witz, echt. Ja, vielleicht musst du ja nur eine Strafgebühr zahlen. Vielleicht hast du recht. Ist vielleicht doch nicht so dramatisch. Schuldig oder nicht, ich muss dich abführen. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkommen. Zahl die Strafe, sitz deine Zeit ab
und mach dann mit deinem Leben, was du willst. Nochmal neu anfangen? Dafür ist es schon zu spät. Wenn ich dich gehen lasse, ist mein Ruf. Nee, machen wir das dann. Ich hoffe auf eine Strafgebühr. Ja, die könnte ich schon zahlen. Puh, daran habe ich gar nicht gedacht. Okay, dann ergebe ich mich halt. Aber das ist nur ein kleiner Rückschlag. Das ist unser Mann. Nimm deinen Scanner und scan. Du müsstest jetzt sein Kopfgeld sehen. Das gehört auch uns, wenn wir mit ihm fertig sind. Mhm. Es dauert sicher ewig, bis mich endlich jemand abholt. Ja, holst du ihn ab? Die Familie Jensen ist aus den UC emigriert. Sie haben es nicht leicht. Wenn du Arbeit hast, würde Marco Jensen sich sehr freuen. Ach, schon wieder eine neue Quest. Hoffentlich kommen die bald. Ich hasse warten. So, Reach. Was hältst du von dieser Mission? Hm? Ach, ja. Zum Freestar Collective kann ich auch noch gehen. Die sind ja auch hier. Behalt einfach deine Waffe im Holz. Nee, was, wenn ich sie raushol? Einfach so zum Spaß? Ah, guck mal. Wir sind aus Cydonia weg, weil wir uns ein besseres Leben gewünscht haben. Und landeten hier. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich dachte, die Shaw-Bande tötet alle Geiseln in der Bank. Du warst unglaublich. Danke. Oh, das ist noch einer von der Geiselnahme. Hm. Ich habe das nur für die Belohnung gemacht. Dann bezahlen die Ranger dich hoffentlich gut für deine Arbeit. Es tut mir leid. Ich habe nichts. Absolut nichts. Wir sind von Cydonia hergezogen. Wollten ein besseres Leben. Ich glaube manchmal, ich bin verflucht. Damit könnte ich leben, wenn ich alleine wäre. Aber Simone? Und die kleine Liv? So schlimm ist es auch nicht. Alles besser als Cydonia. Es sind einfach unterschiedliche Arten von Schmerz. Tut mir leid, ich. Freu du dich lieber, was du in der Galebank geschafft hast. Willst du über etwas reden? Ist das denn meine Mission? Aller Anfang ist schwer. Hat man mir jetzt meine Mission ver... Wie einfach automatisch die Quest gewechselt wurde. Weißt du, ich springe hier rum wie so ein High-Class-Krieger und dann... Daran sind nur die ganzen unabhängigen Mining-Unternehmen schuld. Ich meine, ich finde es ja gar nicht mal so schlecht, dass man, wenn man hier durchläuft, einfach mal so ein paar Quests bekommt, ne? Aber ich bin ja... Was für ein Spund? Pass mal auf, nicht, dass meine Faust nicht gleich Schwund in deinem Gesicht macht, ja. Wir sollten wachsam sein, wenn wir uns aus der Stadt wagen. Die Äschter sind furchterregend. Das kriege ich schon hin. Wir zusammen, Andrea. Wir zusammen. Yes! Ah, guck mal, warte. Da. Schwerer Diebstahl, widerrechtliches Betreten als Grundstück, Versicherungsbetrug. Eieiei. Einen Moment bitte. Kann ich helfen? Ja, bestimmt. Dieb. Oh, das ist meine Fähigkeit. Dieb. Angeblich weißt du, wo wir hier Schiffe kaufen können. Was heißt es, wenn du verstehst? Ja, da kenne ich vielleicht jemanden. Was geht dich das an?
Oh, haben wir hier noch eine Fähigkeit? Mal sehen. Schwerer Diebstahl, Haushaltsbuch, Betrug. Mal sehen. Schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch, Betrug. Das wird so... du wirst wegen so einigem gesucht, oder? Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, kannst du sicher ein paar dieser Anschuldigungen verschwinden lassen, oder? Okay, schon gut. Ich sag euch, was ihr wissen wollt. Was genau wollt ihr wissen? Irgendwas wegen Hannibal, oder? Du musst uns sagen, wo er ist. Wenn deine Info stimmt, dann lassen wir dich vielleicht gehen. Verstanden? Und wenn du ganz besonders brav bist, kriegst du einen Goldstern. Keine Lügen, kleine Tricks, sonst wird dich niemand vermissen. Verstanden. Kooperieren oder verschwinden? Ehrlich gesagt könnte Hannibal überall sein. Ich kann es euch nicht sagen. Das glaube ich dir nicht. Spuck es lieber aus, sonst... Aber ich weiß, wo seine Werkstatt ist. Jetzt machen wir Fortschritte. Gib uns die Koordinaten. Ah, lass mich raten. Bullshit Street 42. Sag es uns und wenn nicht stimmt, dann war's das. Ist unmissverständlich angekommen. Es ist eine alte Sternenwerft im Andromas-System. Andromas 4a. Umgeben von einem Feld riesiger Felsen. Nicht zu verfehlen. Doch, zu verfehlen. Das ist ja der Sinn. Sehr gut, dann kommst du mit. Wenn du abhaust, stirbst du. Wenn du aufmuckst, stirbst du. Wenn du auch nur ohne zu fragen niest. Sterbe ich. Schon verstanden. Also, worauf warten wir? Auf zur Werkstatt. Richtig. Hey, Grünschnabel. Ich hab... Ach, du stehst da hinten, Mann. Ich hab einen Namen, Roach. Normalerweise würdest du Adrastos im System registrieren und ihn gefesselt zurücklassen, damit er abgeholt wird. Aber er muss mit uns mitkommen. Also, wenn wir in meinem Schiff auftauchen, verlieren wir das Überraschungsmoment. Wir sollten uns bedeckt halten, damit Hannibal nicht flieht. Vielleicht können wir... Adrastos Schiff nehmen. Nee, zu unsicher. Was, wenn eine Crew auf ihn wartet? Was, wenn er uns irgendwie ins All schießen kann? Ist mir zu riskant. Nee. Mir schwebt was anderes vor. Mein letztes Ziel ist leider verstorben. Und hat unwissentlich sein Schiff gespendet. Schickes Ding. Und die Teile sind wertvoll. Das nehmen wir. Adrastos hilft uns beim Anflug auf das Ziel mit dem Funk. Ach ja? Sonst landet er nämlich ohne Anzug im All. Er tut, als hätte er ein Schiff geklaut und würde es zum Ausschlachten bringen. Und das macht er, ohne zu verraten, dass wir ebenfalls an Bord sind, weil er ganz genau weiß, was sonst passiert. Genau das mache ich. Wollte ich gerade sagen. Mir gefällt der Plan. Naja, okay, mir gefällt der Plan. Wir können noch das ganze Ding einäschern. Na gut, sehr machen gut. Wir das so, wie du sagst. Dann also los. Das Schiff parkt im Raumhafen. Du sitzt im Pilotensitz. Ich behalte unseren Freund Adrastos im Auge. Bringen wir es schnell und glatt über die Bühne. Naja, so, ich dachte, ich darf mal... Hey! Chillen. Mal nicht fliegen. Aber gut, so sei's. Spacer, ja, flieht nein. Schon mal was von der Alias-Zuflucht
steht die Crimson Fleet. Phantom. Und was ist das? Das Ablenkungsschiff. Okay. Ihr seid flink dabei. Ihr seid flink dabei. Das ist sehr gut. Aber ich habe ja noch Andrea an meiner Seite, von daher ja, gar keine Probleme, würde ich sagen. Vielleicht können wir uns auf dem Schiff ja noch bedienen. Oh, das wird mein neues Schiff. Wäre auch nicht schlecht. Packen wir sofort ab und ich habe etwas mit dir zu besprechen, wenn du Zeit hast. Stimmt etwas nicht? Sprich. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, mit dir zu arbeiten. Wir sind uns unter ungewöhnlichen Umständen begegnet. Du scheinst dich gut in der Constellation einzuleben. Arbeitest du gerne mit ihr? Ich denke langsam, ich wäre vielleicht lieber bei meinem Job geblieben. Nee, die Bezahlung ist nicht sonderlich gut, aber die Leute sind in Ordnung. Keiner von uns macht das wegen der Credits. Du bist zu einem wichtigen Mitglied der Organisation geworden. Das ist ein Zeugnis deiner Fähigkeiten. Darf ich es wagen? Nach allem, was du gesehen hast, findest du, ich passe gut zur Constellation? Du bist zweifellos einzigartig. Man muss nicht überall gut hineinpassen, das ist völlig überbewertet. Du bist zweifellos einzigartig. Das kann ein Kompliment sein oder aber ein Versuch, der Frage auszuweichen. Ich werte es als Ersteres. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund als die übrigen Constellation-Mitglieder. Ich bin anders. Und ich habe Sorge, dass die anderen das nicht übersehen können. Ich habe nicht viel erzählt, aber jeder weiß, dass ich jahrelang mit Schmugglern gearbeitet habe. Gewalt und Tod sind mir vertraut. Na, kennst du meine Vergangenheit? Klingt spaßig. Oh, klingt spaßig. Das würde ich den anderen nicht sagen, doch manchmal war es das auch. Ich bereue es nicht, aber ich weiß, wie es mich wirken lässt. Wer das nicht selbst erlebt, kann es sich nicht vorstellen und nicht akzeptieren. Die anderen haben Konflikte nur aus nobleren Gründen erlebt. Wladimir ist der Einzige hier, der es ein wenig verstehen kann. Er hat die anderen auch überzeugt, mich aufzunehmen. Mir fehlt sein Charme. Er hat eine beruhigende Wirkung. Ich wohl eher das Gegenteil. Charme ist nicht alles. Vertrau mir, du hast viele Qualitäten. Das ist nett von dir. Du hast auch einige Qualitäten. Es fällt mir schwer, Zuneigung auszudrücken. Aber danke, von Herzen. Ich weiß, es mag trivial erscheinen, vielleicht kindisch. Ich war einfach immer auf mich allein gestellt. Ich war nie zuvor derart von Menschen umgeben. Von einer Gruppe, zu der ich gerne gehören möchte. Verstehst du? Och, ich finde das gar nicht kindisch. Danke. Das beruhigt mich. Es fällt mir schwer, über diese Dinge zu sprechen. Ich hoffe, du verstehst jetzt etwas besser, warum ich die Umstände unseres Treffens geheim halten wollte. Ich wollte mich bedanken, dass du Wladimir nichts gesagt hast. Du hattest es zwar versprochen, aber ich bin dennoch erleichtert. Ich möchte mehr zur Constellation beitragen als nur Gewalt. Und jetzt bist du mir was schuldig. Ich wiederhole, Humor ist nicht meine Stärke. Ich weiß nicht, ob du scherzt, aber ich vergesse nicht, dass du das für mich getan hast. Danke für dieses Gespräch. Es ist schön, dass zumindest ein Mitglied der Constellation mich versteht. Ach, Andrea. Mach dir mal nicht so viel in den Kopf. Wir kriegen das hin. Wir sind ein wunderbares Team.
So, dann lass mich doch mal gucken. Was haben wir denn hier im Frachtraum, der auch gleich das Dockdeck ist? Das ist wohl das Trainingsschiff, oder? Ich würde mich jetzt hier ungern Training machen, du hast ja eigentlich nicht so den Platz. Ja doch, ist aber ein nettes Schiff. Viel Platz auf jeden Fall. Oh. Frachtraum. Hups. Ja, ist alles sehr witzig. Hat nicht mal jemand mitgekriegt. Ah, das ist der Spind des Captains. Na gut, dann setzen wir uns doch mal auf diesen schönen Pilotensitz. Ich hab da was für dich gefunden. Würde ich sagen, willst du das haben? Barrett? Meine ganze Crew ist da. Sehr schön. Dann mal auf ins Unbekannte. Ich muss gleich erstmal die ganzen Systeme mit Energie versorgen. Vielleicht ist das ja unser neues Schiff. Das wäre eigentlich ganz cool. Umlaufbahn fixiert. Kinderspiel. Okay, Schub, was haben wir noch? Hier ein bisschen rein und den Rest in den Graf. Zack. Das sollte gut reichen. Na dann. Raketen haben wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber das kann man nachrüsten. Wenn es unser Schiff bleibt, heißt es. Schalte auf Standardantrieb. Hier müsst ihr die Werkstatt sein. Sie werden euch gleich kontaktieren. Haltet die Klappe und lasst mich reden. Sonst wissen sie, dass irgendwas im Busch ist. Und es gibt keinen Firlefanz. Keine Hinweise. Nichts, was nach einer kodierten Botschaft klingt. Adrastos weiß nämlich, was im All mit einem ungeschützten Körper passiert. Vom Hörensagen. Also, wollen wir? Ja, dann los. Das ist nah genug. Die Ruffrequenzen sind offen. Redet oder verschwindet. Okay. Dann reden wir. Hey, ich bin's, Adrastos. Empfangt ihr mich gut? Kristallklar, Mr. Dakota. Perfekt. Passt auf, ich habe gerade einem Trottel in Aquila ein cooles Schiff geklaut. Habt ihr Platz in der Werkstatt? Echt ein schönes Ding. Wir feilen die Nummern ab. Dann entscheiden wir, ob wir es behalten oder lieber ausschlachten. Bucht 1 ist fast frei. Da darfst du gleich andocken. Wir sehen uns dann drin. Da, siehst du? Geschmeidig wie Chunks Pastete. Abwarten. Bereite dich vor, Grünschnabel, und rüste dich gut aus. Der leichte Teil ist vorbei. Rechne mit Widerstand, wenn wir erstmal drin sind. Die werden sich wohl nicht freuen, uns zu sehen. Wahrscheinlich nicht. Ach, hör auf zu heulen. Was ist mit mir? So, Luftschleuse mit dir und los. Du bleibst hier an Bord und wir schließen hinter uns ab, damit keiner rein oder raus kann. Nur, falls du gehofft hast, dass deine Freunde dir helfen. Mein Partner und ich gehen rein und schnappen uns Hannibal. Das wird nicht lange dauern. Klingt, als hätte dir alles perfekt geplant. Ich würde ja viel Glück wünschen, aber das wäre für mich eher schlecht. Also, keine Ahnung. Amüsiert euch nicht zu sehr? Los, Grünschnabel. Es ist alles bereit. Wir müssen nur an Bord gehen und die Mission beenden. Aber hier ist nur ein Bett gewesen, ne? Ja? Schlafen wir denn alle in diesem einen Bett? Ne, da oben ist auch noch ein Bett. Na, vielleicht wird das das neue Schiff. Mal gucken.
So, Ballerei, Verderb und Tod, oder? Sag einfach Bescheid, Dann fliegen wir los. Demokratisch. Okay, Grünschnabel. Denk daran, wenn sie auf uns schießen, sind sie selber schuld. Dann ist hier Arschlochjagdsaison. Ich will Hannibal lieber lebend. Du hast hier nichts zu suchen! Wo will er denn hin? Ja, das frage ich mich auch, warum die das versuchen. Kann ich nicht Schwerkraftschuhe? Kann ich nicht sowas haben? Gucken wir mal, was im Safe drin ist. Können wir wieder das Knackspiel machen, ja? Sehr gut. Nehme ich. Nicht schlecht, Herr Specht. Nehme ich. Haben wir da nicht eigentlich noch eine von? Warte mal, Waffen. Ja, Tatsache. Ist beides gleich stark? Ja. Warte mal, vergleichen mit aktueller Ausrüstung. Die ist sogar noch ein Ticken stärker als die. Na, nehmen wir die mal. Spielen wir mal mit der Revolverpistole. So, siehst du, es hat sich sogar gelohnt, hier mal reinzugucken. So, Kumpel. Was hast du denn da Glänziges? Ah. Die ist aber was wert, die nehme ich mit. Munition, immer gut. Aber so richtig erwischt. Na, schick. Mir nach, los! Das mache ich nicht mit, lass mich! Feuern, jetzt! Ah, Gott sei Dank hat die mich nicht erwischt. Was haben wir hier? Immer die gleichen Waffen irgendwie. Ich mag keine Kälte. Durch die steifen Gelenke sinkt die Reaktionszeit. Leichte Beute. Wir müssen uns zurückziehen. Feuer. Scheiße, die machen. Scheiß Spacer. Sehr gut. So gefällt mir das doch. Die hatten wir auch mal. Was habe ich denn da eigentlich für... Oh, Splitter. Mhm, sehr gut. Habe ich nicht eigentlich auch was für einen Nahkampf? Ach ja, ich habe ja noch den
Wie setze ich das denn noch ein? Aber ich brauche ja kein Gravitation. Den mache ich sowieso nicht. Was, deinen Kollegen mochtest du nicht? Ja, ist aber ein bisschen abartig, eklig fies. Die Credits nehme ich gerne. So. Warte mal, habe ich die nicht? Das die, ne? Warte mal, da will ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden? Ah, kurzer Lauf und Mündungsbremse. Hat meine jetzt. Nee, gar nicht. Das ist doch kein kurzer Lauf. Achso, sie hatten kurzen. Ah, okay. Kurzer Lauf, Reflexionsvisier, taktischer Griff, Kompensator. Die ist ein bisschen leichter. Natürlich durch den kurzen Lauf weniger Distanz, ist klar. Und die Präzision ist ein bisschen niedriger. Aber ansonsten eigentlich beides ziemlich gleich. Pass mal auf, Andrea. Was hältst du? Warte mal. Das ist der falsche Knopf. Was hältst du denn? Was brauchst du denn für Munition? 7,5 mm. Was hältst du von deiner neuen Waffe? Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Da. Was gibt es? Lass uns Ausrüstung tauschen. Muss ich vielleicht etwas für dich tragen? Nein, nicht für mich. Du sollst für dich was tragen. Du hast nämlich noch gar keine Waffe von mir bekommen. Guck mal, was hältst du von dieser Waffe? Und die passende Munition. 7,5 war das, ne? Da. Ja. Eine. So, war auch richtig, ne? 7,5 mm. Mhm. Und ausrüsten. Zack! War und da hat sie die. Das dann alles? Das war erstmal alles, ja. Die mit dem Langlauf ist einfach cooler. Ist so. Mir natürlich auch die Schiffe angucken, ne? Der war kritisch, direkt in den Rücken. Der ist auch weg. Was haben wir eigentlich noch so für Spielzeug? Okay. Warte mal, habe ich nicht... Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Doch, Waffen. Was ist hiermit eigentlich? Was soll das denn? Weg damit. Ich glaube, die hat keine Munition mehr gehabt, ne? Nee. Dann kann ich diese eigentlich... Warte. Favoriten. Kann ich die hier dahin machen? Genau. Hast du auch etwas gehört?
So ein Crimson Fleet Schiff, oder? Die Frage ist, ob ich da irgendwo reinkomme. Tatsächlich. Ach, Schlüssel erforderlich. Au. Heiß, oder? Die Kriegsbeute. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ja, ich denke, ein bisschen das Fleisch ist in Ordnung. Drinne, ne? Na, von hier auch nicht. Ich weiß, dass ich da rein soll, aber wie, wenn ich keinen Schlüssel habe? Ich weiß gar nicht mehr, wie man diese coole Kraft einsetzt. Ich dachte, du bist so ein krasser Typ. So, wie kommen wir da jetzt rein? Kommandantenschlüssel. Bestimmt durch die Lüftungsschächte hier. Wenn die erstmal brennen, sind die sowieso deren Schicksal. Es tut mir aber leid. Bowie-Messer, was zur Hölle? Wir dürfen die auch. Scheiße, mein Arm! Und ciao.
Stationsabriegelung deaktivieren. Ha, das ist es. Der Spind ist im Wohnquartier, nehme ich an. Ich liebe Spacer. Die machen es einem oft so einfach. Okay, wenn du das meinst. Trotzdem kann man hier nicht mal von drinnen kannst du die Türen öffnen. Ohne Schlüssel. Ist doof. Oh, warte, kann ich die Tür jetzt aufmachen hier? Ah, perfekt. Warum ist hier eigentlich Zero Gravity? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Wäre das nicht einfacher, wenn man Gravity hätte? Da ist ja einer. Na komm. Kleiner Gesundheitsboost. Brauchst dich da nicht hinter verstecken. Sind wir hier? Ich glaube, aber die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, Freunde, ich weiß, was ihr sagen wollt. Jetzt sammelt doch den ganzen Mist da jetzt endlich ein. Du kannst da so viel Kohle machen. Ja, ich weiß, aber ich bin kein Freund von zu vollem Inventar. Oh, komm her. Du Hund. Oder Hündin. Mit deinem scheiß Bowie-Messer hier. Na komm. Rüben aus der Plastiktube. Luftbefeuchter. Was ist hier? Munition, Munition, Munition. Sehr nett. Aber wo ist unser Freund, den wir hier suchen? Ich meine, wie angenehm muss das sein, wenn du hier einfach nur durchschweben kannst? Ich meine, ich war noch nicht schwerelos. Ich würde das wahrscheinlich echt gerne mal machen wollen. Warum muss ich jetzt alle Schiffe durchsuchen? Das wäre ja eine Aufgabe, ey. Wenn man denn weiß, wo man rein soll. Oder es sind nicht alle Schiffe, die ich durchsuchen kann. Kann ich jetzt noch hier die Tür öffnen?
natürlich nicht. Bestimmt in dem hier. Gucken wir doch mal nach. Die Bauweise ist uns ja eigentlich bekannt. Guten Tag. Einmal Raumschiffkontrolle, bitte. Ja, selber schuld. Idiot. Was haben wir hier? Nee. Ja. Das nehme ich. Den nehme ich auch. Und die Munition nehme ich auch. So. Hier war er nicht. Ist das Schmuggelware? Da sollte ich vielleicht lieber nicht drauf schießen. Oh, Hecken. Eine verschlossene Frachttür. Kann ein gutes Zeichen sein. Bingo. Hallo? Ich bin der Freund aus der Nachbarschaft. Nicht, dass du dich hier irgendwo versteckst und ich habe nicht nachgeschaut, ne? Giftgasmine. Lichtbogenschweißgerät. Oh, warte mal. Ist das jetzt vielleicht eine verbesserte... Kann ich damit vielleicht Sachen abbauen? Nee. Dann kann das eigentlich wieder weg. Auch wenn das viel wert ist. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Okay. Er ist nicht im Crimson Fleet Flugzeug. Roach? So. Aber es ist nicht unbedingt schlecht, dass wir hier keinen Cursor bekommen, dass wir das Schiff selber suchen müssen. Das hat ein bisschen Flair. Aber die Schwerkraft... macht das schon ein bisschen schwierig. Enge Räume und so. So, hier kann ich, glaube ich, auch noch rein, oder?
Bist du der Eingang? Nein. Hier ist das Dockmodul. Wie man dann doch schon irgendwann die Schiffe so kennenlernt, so, ne? Was die alles haben und so. Wahrscheinlich noch welche, ne? Oh, das wird eine wilde lange Sucherei, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. Ah, nee, von hier kommen wir. Von hier kommen wir ja. Gut, das ist ja das erste Schiff. Nach dahin... schon drinne, ist ja das Schiff. Maybe schwierig. Ein kleiner Tipp. Oh, warte mal, was geht hier? Ah, okay. Das kann ich vielleicht beim anderen Schiff auch machen. Sieh mal an. Das ist ja so ein Lütteschiff. Was geht denn hier? Einfach nur übersehen. Das Labyrinth hier. Doch hier war ich auch schon. Hier habe ich auch schon Mord und Totschlag gemacht. Wie kriege ich denn das auf? Das muss ja irgendwie betretbar sein, das Schiff. Da ist auch kein Cockpit drinne, gar nichts. Nicht festhängen. Crew-Quartiere. Da waren wir ja auch schon. Yep. Hier waren wir auch schon.
Hier war ich bloß noch nicht. Die Tür zur Bucht ist dicht. Ist also wohl die einzige Option. Wenn ich den Grundriss der Station von außen richtig im Kopf habe, kommen wir so in die Andockbucht. Und es besteht auch nur ein sehr kleines Risiko, dass wir ins All katapultiert werden. Okay. Das war jetzt natürlich ein Ding, da hinzukommen und das dann... Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Wir sind auch, glaube ich, mittlerweile an den Punkt angekommen, wo ich den Part beenden kann. Ganz nach oben? Ganz nach oben, ja. Hier war ich doch schon, Schiffscomputer. Also ich habe den Computer nicht berührt, aber trotzdem. Debug-Menü. Steuerbord. Schilde. Ist alles offline. Das sind Sachen, die wir schon gelesen haben, ne? Als hätte es geklappt. Und hey, keine explosive Dekompression. Sehr gut. Was hat funktioniert? Ach, das war... War das das Geschütz? Oh. Das ist ein... Ach so, verstehe. Das ist ein Geschütz. Krass. Ja gut, ich hätte dem roten Kabel folgen können. Ja, stimmt schon. Aber Freunde, was sich dahinter verbirgt, das seht ihr im nächsten Part von Starfield. Ich verabschiede mich von euch. Bleibt mir gewogen. Wenn die Sterne rufen, seid ihr wieder herzlich willkommen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.